Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Excel. Jetzt wollen wir unsere Daten etwas visualisieren. Dazu gibt es in Excel Diagramme. Gibt es ganz verschiedene Diagramme. Die meisten zeigen uns in Klassen an. Die meisten zeigen uns Daten in Klassen an. Ich möchte es vielleicht etwas herzeigen, und zwar machen wir mal so ein Balkendiagramm. Wo findet man das überhaupt? Da oben, so schaut es normalerweise aus, unter Start, aber da unter Einfügen findet man hier noch ein Diagramm, da gibt es empfohlene Diagramme, aber da gibt es zum Beispiel Säulen- oder Balkendiagramm. Jetzt möchte ich mit einem Balkendiagramm praktisch sagen, okay, andere Abteilung, Chefpartie und Kalkulation, wie viel haben die da drinnen benannt? Also ich füge jetzt einmal so eine Säule ein. Wieder kopierte Säulen. Das ist jetzt leer. Ja. Ich bin kein Fan davon, wenn man irgendetwas markiert hier und das schon praktisch dann aufruft und dann ist es so. Das mag ich nicht. Ich mache mir lieber mal ein leeres Diagramm her und dann kann ich mit der rechten Maustaste hineinklicken und sagen Daten auswählen. Okay. Und sage hinzufügen, Reihenname. Und da kann ich mir da nehme ich zum Beispiel andere Abteilung. Wunderbar. Ja? Und Reihenwert ist das. Dann machen wir so. Ja? Durchschnitt, absolut und Durchschnitt. Dann sehen wir, 1 und 2, Reihe 1 und Reihe 2. Absolutwert bei 40, ein bisschen über 40 Euro. Und Durchschnitt, das ist jetzt AA. Und wir sehen, Excel macht da oben schon automatisch das AA hin. Ich will ja mehr, das ist gut, wenn man praktisch nur eine Datenreihe hat, dann schaut das ganz nett aus. Aber sei es drum. Machen wir nur mal hinzufügen, zweiten Reihenname, CP, schaut, jetzt hat er das wieder weggenommen automatisch. Ja? Zweiten Reihenname, Reihenwert, das hier. Ja, das sind schon Chefpartien, ne? Sind schon andere, haben schon andere Werte draufgegeben. Ja? Okay, hinzufügen, Reihenname, Kalkulation, Reihenwerte, die zwei. Was dann ist die Kalkulation? Kosten über Kosten. Ja. Und da kann ich jetzt bearbeiten. Achsenbeschriftungstext, schauen wir uns das an. Ja. Jetzt im Moment steht 1 und 2. Das möchte ich vielleicht austauschen. Das gibt es da rüben, da kann man bearbeiten. Achsenbeschriftungstext. Da sollte ich mir vielleicht einen Bereich definieren. Das mache ich da. Sage ich die Sachen. Ja. Jetzt steht da nichts drin. Aber wenn ich hier zum Beispiel, diese Sachen bitte. Ja. Und wenn ich jetzt, muss ich OK drücken da, okay, machen wir vielleicht noch ein bisschen größer. Wir sehen auch, wenn wir das Diagramm aktivieren, dann sehen wir, wo das her ist. Da ist halt noch nichts eintragen. Da schreibe ich jetzt einmal Gesamt. Ja, schreibt er schon Gesamt. Und Durchschnitt. Durchschnitt. Das schaut schon besser aus wie 1 und 2. Das schaut ja schon ganz gut aus, gell? Also, aber was wir jetzt nicht wissen, jetzt ist das blau. Okay, wenn ich drauf war, sehe ich Reihe A. Es wäre doch interessant, wenn ich da irgendwo sehen könnte in diesem Diagramm, ja, um wen geht's denn überhaupt? Ja? Um wen geht's denn überhaupt? Da kann ich da auf das Diagramm draufklicken, kann ich hier Plus und kann hier zum Beispiel Legende anklicken. Ja, Legende und so, ja, das ist die andere Abteilung, das ist die Chefpartie und das ist die Kalkulation. Kennen wir uns aus? Ja? Kennen wir uns aus? Was ist, wenn man die Farbe nicht, also orange, die Chefpartie, orange gefällt mir nicht. Ja? Da kann ich hier, mache ich vielleicht etwas zu schnell, rechte Maustaste auf diese Reihe, gibt es hier die Füllung, ja? Und sage, die Chefpartie ist dunkelgrün. Ja? Wenn mir das gut gefällt, kann ich auch eine Kontur wählen und kann sagen, Chefpartie hat eine hellgrüne, da war vielleicht so. Schaut richtig grauslich aus. Hellgrünen Rahmen.
schon ein bisschen, na, ist nicht gut für die Chefpartie. Machen wir keine Kontur, das ist gut. Keine Kontur brauchen wir nicht. Ja. Kalkulation, die kriegen jetzt diese Orange. Und so kann ich praktisch das anpassen, wie ich das haben will. Was gibt es denn da noch? Schauen wir uns das an. Datenbeschriftungen. Ah, ja. Schaut ja auch ganz nett aus. Ja. Können wir das Diagramm, Datentabelle, kann ich auch. Jetzt wird es aber schon, da sehen wir schon das Problem bei der Sache, wird schon ein bisschen unübersichtlich. Gehen wir mal alles Mögliche da drinnen einblenden, ja, dann, das wird nichts. Achstitel könnten wir noch hinzufügen, aber die sind hier selbsterklärend, das machen wir vielleicht irgendwann anders. Diagrammtitel, und Diagrammtitel werden wir schon immer. Ja. Machen wir einen Doppelklick rein, so ein Diagrammtitel, das sind die Kopierkosten. Ein super Diagramm, oder? Und war gar nicht so schwer. Wie wir das jetzt festgestellt haben. Ja, so funktioniert das. So funktioniert das. Da oben könnte man auch noch vordefinierte Sachen auswählen. Ja, wir sind jetzt da auf Benutzer definiert gegangen. Sicher kann man vordefinierte Sachen auswählen. Ja. Da oben, also das mit, was mit Plus hinzugefügt, kann man auch hier links oben unter Diagrammentwurf, wie gesagt, und hier unter Format könnte man auch die Datenreihen formatieren und so weiter. Das ändert sich dann. Reihe Kall, Auswahl, kann man da oben auch machen. Wie man will. Ja. Es ist das Gleiche. Mir gefällt es, wenn ich hier unten das mache mit der rechten Maustaste. Ich bin schon ein Fan, muss ich sagen, von diesem Kontextmenü. Das gefällt mir ganz gut. Ja, weil ich genau dort, wo ich etwas ändern will, drücke ich drauf. Das habe ich für mich herausgefunden, ist eine relativ schnelle Variante. Gut, jetzt schwebt es da, dieses Diagramm, jetzt gefällt mir das. Ja, jetzt schwebt es da drinnen, jetzt kann ich das platzieren, kann die Größe ändern und so weiter. Da, das ist ja eigentlich selbst erklärend mit diesen Knopsis da unten. Gell. Aber was ist, wenn ich dieses Diagramm nicht hier drinnen haben will, in meinen Dings, ja, sondern das Diagramm da unten in einer eigenen, wenn ich eine Tabelle und ein Diagramm haben will, kann ich eine rechte Maustaste machen, kann ich sagen, Diagramm verschieben und kann ich sagen, neues Blatt, Diagramm 1, okay. Puff. Dann gibt es da unten ein Diagramm 1 und dann die Tabelle ist wieder weg. Ne? Da gibt es ein Diagramm 1, da sehe ich nur das Diagramm und dahinter gibt es eine Datentabelle. Das kann man auch manchmal so brauchen, ja? Dass man das nicht unbedingt bei den Daten hat. Nachteil ist, wenn man Daten einträgt, sieht man das nicht unbedingt gleich im Diagramm nebenbei sich ändern, weil das Diagramm ist ja nicht nebenbei, sondern es ist einfach blau. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil. Aber an und für sich funktioniert ganz gut. Ja. Rechte Maustaste. Bringe es wieder zurück. Auch, das habe ich überhaupt noch nie probiert. Diagramm verschieben. Ah, Tabelle 1. Back, ist schon wieder da. Geht das auch. Ja. Ich habe es meistens da drinnen und nicht als eigene Datei, als eigenes Feld, weil mir gefällt das dann neben den Daten ein bisschen besser. Aber das ist, wie man es gewohnt ist. So machen wir das. Also das ist einmal ein Balkendiagramm, ein kopiertes Balkendiagramm. Wir sehen, okay, wir haben halt Reihen und wir können den Reihen Namen geben. Und wir haben eine Abfolge an Werten und die Abfolge an Werten werden halt immer so zusammen gruppiert. Gruppiertes Balkendiagramm. Das nächste Mal schauen wir sie das Kreisdiagramm an. Ja. Nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.